Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardware-Ecke. Wie ihr seht, haben wir uns heute mal was anderes überlegt. Also das wird kein Produkttest in dem Sinne, sondern heute machen wir mal einen kleinen Guide zum Overclocking und Undervolting von dieser schönen Grafikkarte hier. Und zwar handelt es sich hier um die Sapphire Nitro Plus 7900 XTX. Und da wollen wir mal gucken, was da vielleicht noch an Reserve drin schlummert, ob wir die Karte vielleicht noch effizienter kriegen. Und was da so geht. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir sehen uns im Video. Als erstes zeige ich euch kurz, was wir hier für ein Testsystem haben. Wie gesagt, Sapphire Nitro Plus 7900 XTX. Als Prozessor verwenden wir einen 12700K. Den haben wir All-Core overclockt auf 5,2 GHz, damit wir auch genügend Leistung bereitstellen können. Als erstes sehen wir hier, das sind die Standardeinstellungen. Wir gehen zuerst auf Benutzer definiert. Und dann schauen wir uns mal an, wenn wir hier alles anlocken, was AMD hier für die Standardeinstellung wählt. Und zwar Standard sind hier 2960 MHz für den Grafikchip. Dann sehen wir hier, er legt hier eine Spannung von 1150 Millivolt an. Der RAM ist bei 2500 MHz. Leistung lassen wir mal bei ganz normal 100%. Also wir geben kein zusätzliches Leistungsplus frei. Erstmal Resizable Bar ist aktiviert. Und jetzt schauen wir mal uns die Eingangsmessung an. Als Benchmark verwenden wir hier den Port Royal, damit wir die Grafikkarte auch mit Raytracing und allem drum und dran richtig auslasten können. Und dann legen wir mal los und suchen uns hier eine Eingangsmessung. Was ich schon mal erwähnen will, ich bin hier auf ein paar sehr komische Sachen gestoßen. Das zeige ich euch nachher auch nochmal anhand von Screenshots. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab, weil ich habe das natürlich vorher alles schon mal gemacht. Im weiteren Verlauf werden wir euch auf jeden Fall die Ergebnisse mal vorstellen. Und da ist das eine oder andere möglich. Mit Undervolting und Overclocking in Kombination geht hier einiges noch. Das werde ich euch nachher aber auch gleich mal zeigen, wie ich da vorgegangen bin. Und jetzt, wie gesagt, machen wir den 3D-Mark, da spule ich ein bisschen vor und dann sehen wir das Ergebnis der Eingangsmessung. Hier haben wir jetzt das Ergebnis unserer Eingangsmessungen. Wie ihr hier seht, das ist alles andere als gut. Bei der Karte sollte deutlich mehr gehen. Das werden wir dann auch nochmal forcieren. Grundsätzlich das Vorgehen beim Übertakten der neuen Grafikkartengeneration von AMD ist natürlich völlig anders, als ihr es zum Beispiel von Nvidia gewohnt seid. Das ist deutlich komplexer und auch ein bisschen abstrakter, weil manchmal schiebt ihr den Regler ein Stückchen weiter, der Test läuft durch und ihr habt schlechtere Punkte als vorher. Wie bin ich jetzt hier vorgegangen? Und zwar habe ich immer zuerst angefangen mit dem RAM-Takt. Ich habe geguckt, wo ist das Limit beim RAM-Takt. Das war in meinem Fall, dass es wirklich stabil durchläuft, 2776 MHz. Bei der Spannung konnte ich wieder erwarten, sehr tief runter. Das habe ich so in keinem anderen Test bisher gesehen, dass ich im Port Royal so weit runtergehen konnte. In meinem Fall waren das 1000 Millivolt und 3200 MHz. Das Power Limit voll aufgedreht. Dadurch konnte ich eine Punktzahl erreichen, die zeige ich euch nachher auch mal. Die ist beachtlich. Das sind 17.552 Punkte. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Dieser Schieberegler hier, Minimumfrequenz, den könnt ihr außer Acht lassen. Der bringt leider Gottes gar nichts. Also, ich habe, sobald ich diesen Regler bewegt habe, immer schlechtere Punkte gehabt als vorher. Also nochmal zum Vorgehen. Erst sucht ihr euch die Punktzahl, bis wohin euer RAM stabil läuft. Ihr geht praktisch in 100er Schritten vor. Wenn es crasht, 25 MHz zurück. Dasselbe macht ihr bei der maximalen Frequenz. Auch hier geht ihr in 100er Schritten hoch, bis es crasht und geht dann wieder ein Stück zurück. Ihr könnt dann auch einen etwas größeren Schritt machen. Ich hatte 3250, ist gecrashed, dann bin ich da wieder zurückgegangen. Letztendlich lässt sich aus dieser Grafikkarte wahnsinnig viel rausholen. Aber die Standard-Settings werden der nicht gerecht. Auch effizienzmäßig ist sehr viel drin, weil ihr sehen werdet,
dass ich selbst mit minus 10% Power-Target mit meinen Einstellungen, die Karte läuft immer noch stabil durch, deutlich höhere Punktzahlen erreicht habe als im Standard-Setting. Und das bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Ich habe das hier alles mal durchlaufen lassen. Hier seht ihr meine ganzen Einstellungen, wie ich vorgegangen bin. Ihr seht jetzt hier, einmal mit zwei Monitoren im Standard-Setting hatte ich 16.028 Punkte. Dann habe ich nur einen Monitor genommen. Seht ihr da, fast 300 Punkte mehr. Dann haben wir angefangen, langsam das Power-Limit zu erhöhen. Hier bin ich auf 465 Watt gegangen. Das machte dann knappe 500 Punkte aus. Und nun haben wir angefangen zu übertakten. Ihr seht es hier an meiner Tabelle, wie ich vorgegangen bin. 2600 MHz auf den RAM, 2700 MHz, 2800 MHz. Da war es aber schon nicht mehr stabil. Bin ich 25 MHz zurück und wir hatten 16.848 Punkte. Das habe ich jetzt als meinen Grundwert genommen für den RAM und den habe ich so gelassen. Ich habe es auch nochmal gegengetestet, indem ich nochmal 25 MHz zurückgegangen bin, hatte ich eine geringere Punktzahl, also wieder zurück zu dem Setting. Dann habe ich angefangen, die GPU zu übertakten. Ihr seht das, 3100 MHz, 16.480 Punkte. 3100 MHz gelassen, 1100 Millivolt, 16.700 Punkte. 3100 MHz gelassen, 1050 Millivolt, 17.779, 1025 haben wir etwas abgebaut, aber nicht viel. Bei 1000 Millivolt haben wir aber einen Sprung nochmal hingelegt auf 16.833 Punkte. Bei 975 Millivolt hatte ich einen Crash. Also bin ich wieder zurück auf die 1000 Millivolt und habe jetzt angefangen, langsam noch den Takt zu erhöhen, um zu gucken, wo kann ich hingehen, bis wo geht's. 3150 bei 1000 Millivolt, 17.370 und so weiter und so fort. Den Höchstwert hatte ich dann tatsächlich erreicht hier. 3200 MHz auf die GPU, 2776 auf den RAM, 1000 Millivolt war ich bei 17.552 Punkten bei dem 465 Watt Power Limit. Ich habe das Ganze, wie gesagt, dann auch wieder gegengetestet. 25 MHz mehr, 50 MHz mehr, nicht mehr Punkte. Und dann habe ich hier auch nochmal 3200 MHz mit 1050. Hatte ich auch nicht mehr Punkte, aber nur minimal verloren. Und habe das Ganze dann halt in allen möglichen Konfigurationen nochmal gegengetestet, dass diese Ergebnisse valide sind. Die Datei, wer die haben möchte, kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Da könnt ihr euch so ein bisschen dran halten, wie ich da vorgegangen bin. Hier habe ich dann mit den niedrigen Power Limits getestet. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal hier anhand der anderen. Wenn ich das Power Limit von 90% verwendet habe, sprich 365 Watt, hatte ich mit der Stock-Konfiguration 15.643 Punkte. Habe ich jedoch Overclocking und Undervolting meine Einstellungen gelassen und mit dem 90% Power Limit reingegangen, war ich bei 16.865 Punkten, beziehungsweise bei 100% 16.290 Stock, 17.266 mit Overclocking und Undervolting. Und bei 115% Power Limit, sprich 465 Watt, hatten wir Stock 16.737 und mit OC und Undervolting hatten wir 17.552 Punkte. Ich habe euch mal die Leistungsveränderung hier daneben geschrieben. Beim Power Limit von 90% Stock versus OC Undervolting haben wir 7,8%, bei 100% 6% und bei 115% haben wir 4,9% Leistungsplus. Hier lässt sich aber schon ein Trend ablesen und zwar, je mehr Watt ihr reinpumpt, es bringt nicht immer mehr Leistung. Das baut halt irgendwann mal ab. Interessant wird das Ganze aber, wenn wir uns mal anschauen, wie viel Watt wir reinstecken und was wir an der Verbrauchsveränderung haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, dass 90%, das ist ein absolutes Best-Case-Szenario, dass 90% Overclocking-Undervolting gegen die 115% Power-Limit-Stock-Konfiguration haben wir beim Overclocking-Undervolting 16.865 Punkte und bei Stock 16.737 Punkte. Das heißt, wir sind immer noch 0,8% leistungsfähiger und das bei 21,5% weniger Verbrauch. Das ist echt ein Oberknaller. Selbst wenn wir das 90% Overclocking-Undervolting gegen das 115% Overclocking-Undervolting gegenüberstellen, das heißt 16.865 Punkte gegenüber den 17.552 Punkten, verlieren wir lediglich 4% Leistung bei aber 21,5% weniger Verbrauch. Und das ist eine Hausnummer. Dieser Trend, den wir hier in den Benchmarks haben, der lässt sich auch tatsächlich in den Spielen sehen. Wir können, wenn wir overclocken und undervolten, erheblich mehr aus der Karte rausholen und das bei einer besseren Effizienz. Da kommen wir in Bereiche,
wo man echt sagen kann, dass das langsam in die Richtung geht. Der Stromverbrauch ist für die Leistung, die rauskommt, okay. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das auch in den Spielen aussieht. Wir haben hier unsere Grafik. Und zwar habe ich getestet in Assassin's Creed Valhalla in 4K, maximale Details, also alles, was das Ding hergibt, mit FSR und ohne FSR. Da kam Folgendes raus. Selbst wenn wir diese Overclocking und Undervolting-Ergebnisse mit erhöhtem Powerlimit, sprich 100 und 115% entgegenstellen, werden wir nicht wirklich schneller. Das Einzige, wo wir noch eine Steigerung erreichen können, wo wir maßgeblich mehr rausholen, ist, wenn wir FSR aktivieren. Das ist der obere Balken. Da kommen wir natürlich in noch ganz andere Bereiche. Aber grundsätzlich, ich wollte erstmal die reine Rohleistung bemessen. Ich habe immer mal ein FSR-Ergebnis noch mit eingefügt, auch bei den folgenden Spielen. Aber jedoch, uns interessieren die anderen Werte. Und hier ist auch wieder der Trend ablesbar. Mehr Leistung reinpumpen heißt nicht zwangsläufig viel mehr Leistung rausbekommen. Man muss sich immer bedenken, wir reden hier 365 zu 465 Watt. Dasselbe haben wir auch bei Red Dead Redemption. Wenn ihr eine Grafikkarte mal richtig schwitzen sehen wollt, bei einem alten Spiel auch, könnt ihr euch das ruhig mal antun. Aber noch besser wird es dann später beim Witcher. Aber hier sieht man schon mal, was dieses Spiel immer noch anrichten kann. Man muss sagen, es sieht sehr toll aus. Wir haben jetzt ohne FSR mal getestet und da sehen wir hier auch schon wieder. Wir haben Stock 44 FPS im Schnitt. Minimum 17, Max 218. Wenn wir das 90% Undervolting wieder entgegenstellen, haben wir auch wieder 3 FPS mehr. Zwar anderthalb Mini-FPS-Bereich weniger, aber Max-FPS-Bereich sind wir auch wieder deutlich drüber mit 217,5. Im 100% Overclocking Undervolting steigt die Leistung aber nicht rapide an. Die Min-FPS werden etwas besser. Wir gehen da auf 20 hoch, aber auch den 115% Lauf. Hier sieht man, das wird nicht wirklich viel, viel schneller. Wenn wir jetzt wieder FSR dazu kommen, dann haben wir natürlich wieder spielbare Frameraten im 4K mit 60 FPS. Wir haben zwar 19 Min-FPS, das sind Ausreißer. Also sowohl nach oben als auch nach unten. Ich habe weder den 180 FPS Boost bemerkt und der 19 FPS, also das stottert nicht oder so, kriegt ihr nicht so wirklich mit. Es läuft tatsächlich relativ flüssig, wenn FSR dabei ist. Dann haben wir hier das Ergebnis für Cyberpunk. Das ist ja jetzt nicht gerade die Paradedisziplin von AMD, aber auch hier mit Raytracing Off erreichen wir auf maximalen Details, also ansonsten sind alle Schieberegler bis oben ganz gute Ergebnisse. Und zwar sehen wir es hier. Wir haben Stock 70 FPS, 72 FPS im Schnitt bei 90%, haben 74 FPS mit den 100% Overclocking Undervolting und bei 115% 75 FPS. Nehmen wir jetzt FSR dazu, habe ich hier mal zwei Graphen noch eingefügt. Da haben wir 81 FPS bei den 115% und bei 90% aber auch 80. Auch hier ist wieder dieser Trend abzusehen. Ihr pumpt maßgeblich mehr Leistung rein, aber es kommt halt am Ende am Bildschirm nicht wirklich viel mehr an. Jetzt kommen wir natürlich zu der Disziplin, die AMD nicht so gut kann und das ist Raytracing. Wir haben hier mit Raytracing alles aktiviert, was man in Cyberpunk einstellen kann, haben FSR ausgelassen, auch wieder 4K. Da kommen wir Stock auf 20 FPS, beim 90% OC Undervolting auf 21, bei 100% auf 22 und bei 115% auf 23. Sprich, wenn ihr 100 Watt mehr in die Grafikkarte reinpumpt, gewinnt ihr sage und schreibe 2 FPS. Also das hat es hier tatsächlich nicht wirklich gebracht. Mit FSR sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Da haben wir beim 90% Overclocking, Undervolting 40 FPS und 43 bei den 115% Power Limit. Ein Spiel, was natürlich nach wie vor auch immer noch in den Benchmarks nicht fehlen darf, ist der Witcher 3. Und zwar haben wir hier die Version mit Next-Gen-Update, sprich wir haben Raytracing, DirectX 12 und noch ein paar andere Effekte, die da hinzugekommen sind. Wir haben uns das zuerst einmal angeguckt, tatsächlich mit Raytracing aus, einmal mit FSR und einmal ohne. FSR aus haben wir echt gute Bildraten gehabt, da hatten wir 133 in Stock-Setting. Hier zum ersten Mal ist das Overclocking, Undervolting 90% langsamer als Stock. Da haben wir 131 FPS, aber immerhin noch mit erheblich weniger Stromverbrauch. Wir reden hier von 365 zu 405 Watt.
Dann haben wir das 100%-Ergebnis, da haben wir 134 FPS und bei 115% haben wir 137 FPS. Wenn wir jetzt FSR einschalten, haben wir ein ähnliches Bild, 161 FPS im Standard-Setting, 160 beim 90%, 165 bei 100% und 170 beim 115% Power Limit. Schalten wir jetzt aber Raytracing an, könnte die Grafikkarte mal richtig schwitzen sehen. Bei FSR off kommen wir da auf ähnliche Bildraten, wie wir es vorher in Cyberpunk hatten. Da liegen wir nämlich so zwischen 24 bis 26 FPS, je nachdem, wie viel Power Limit wir freigeben. Schalten wir FSR an, kommen wir in Bildbereiche von 39 bis 42 FPS. Auch hier wieder Hairworks an, Raytracing, alles was geht, maximale Einstellung. Die Paradedisziplin der neuen Radeon-Grafikkarten der 7000er-Generation ist ja sowieso Call of Duty Warzone. Das kann ich auch bestätigen, das habe ich auch so rausgemessen. Und zwar haben wir hier ohne FSR zwischen 149 und 163 FPS in 4K. Maximale Details soweit. Schalten wir FSR dazu, kommen wir auf Bildraten zwischen 193 und 208 FPS. Das ist echt eine Hausnummer. Ihr habt jetzt gesehen, wie der Trend sich hier abzeichnet und der ist tatsächlich auch anhand der Benchmark, die ich vorher gemacht habe und Port Royal, was wir an Punkten an Mehrleistung generieren, indem wir mehr Watt reinpumpen in die Karte, nachvollziehbar. Das lohnt sich tatsächlich nicht. So ein paar strange Sachen, die mir beim Overclocken und Undervolten hier untergekommen sind, die hebe ich mir jetzt fürs Fazit auf und da würde ich sagen, das stoppen wir jetzt. Jetzt habe ich euch alles hier schön gezeigt, was wir hier so gemacht haben beim Overclocken und Undervolten. Ich hoffe, es hat euch ein paar Eindrücke gegeben von dem, was ihr tatsächlich aus diesen Grafikkarten noch rausholen konntet. Es steckt nämlich eine Menge Potenzial drin, was leider nicht genutzt wurde. Also, wenn ich die Zahlen sehe, ganz ehrlich, hätte ich lieber auf 100 Watt Stromverbrauch verzichtet, weil es sich leistungsmäßig nicht in dem Maße niederschlägt, dass man sagen könnte, es rechnet sich. Gut, hier muss man auch wieder sagen, nicht jede Grafikkarte ist gleich. Also ich habe von vielen gelesen, die tatsächlich mit den Millivolt-Settings, also mit der Spannung der GPU, nicht so weit runter können. Das ist halt erheblich abhängig davon, habt ihr Glück gehabt oder nicht. Ich in dem Falle habe anscheinend Glück gehabt, dass die GPU das kann. Es ist aber nicht bei jedem so. Trotzdem empfehle ich jedem, sich daran zu tasten. Was aber passieren kann, und das kommen wir zu diesen Geschichten, die das Leben schreibt, sozusagen in dem Fall. Was mir hier so untergekommen ist für komische Sachen. Erstens mal der Treiber von AMD und diese Software, also die Adrenalin-Software, hat erheblichen Verbesserungsbedarf. Das kann man direkt so sagen. Erstens, die Standard-Settings, die der angibt, ändern sich bei jedem Systemstart. Ich habe da jedes Mal eine andere Taktfrequenz für die GPU hinterlegt, die er sagt, das haut jetzt hin. Das schwankt zwischen 2950 MHz bis 3025, macht er alles all over the place. Das ist das erste Ding. Das zweite Ding, zweiter Monitor dran. In meinem Setup ist das so, ich habe einmal einen 4K-Monitor in 27 Zoll mit 144 Hertz und ich habe einmal einen 21 zu 10 Monitor, 38,5 Zoll mit 3840 mal 1600 Auflösung, also auch schon relativ hochauflösend und mit 165 Hertz. Und da verliert er einfach Punkte in den Benchmarks. Schalte ich den 4K-Monitor, den ich als Zweitmonitor habe, ab, auf einmal macht er mehr Punkte. Also einfach, weil er diesen zweiten Monitor befeuern muss, geht Leistung von der GPU weg, das ist klar, weil wir haben ja einen Idle-Stromverbrauch, der dann erhöht ist. Der schwankt so zwischen 60 und 75 Watt. Meistens ist er so bei 61. Wenn ich nur einen Monitor dran habe, bin ich irgendwo bei 35. 35 bis 50 ist er dann immer am Rumschwanken. Das heißt, mir fehlt einfach Leistung, die nicht mehr in die GPU fließen kann, damit er die entsprechende Punktzahl ausspuckt. Auch ziemlich irre. Dann das nächste, wenn mal ein Spiel abstürzt oder der Treiber abstürzt, weil er es beim OC ein bisschen zu weit nach oben getrieben hat, dann ist es teilweise eine Katastrophe. Manchmal hilft da echt nur ein Rechnerneustart, weil der Treiber sich nicht neu lädt und ihr die Radeon-Software nicht neu starten könnt. Das macht er dann einfach nicht. Da könnt ihr den Rechner einmal komplett runterfahren, wieder hochfahren. So,
Das nächste ist, worauf ihr auch achten müsst. Also, Port Royal ist ein synthetischer Benchmark. Die Ergebnisse, die ihr dort rausfahrt, sind ein Anhaltspunkt, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Heißt für euch, in meinem Fall, ich habe ja 1000 Millivolt Spannung GPU. Damit komme ich durch den Port Royal ohne Probleme durch. Starte ich aber Spiele, kann es sein, dass es sich abschießt. Da müsst ihr schauen, dass ihr die GPU-Spannung schrittweise erhöht, bis euer Spiel stabil läuft. Bei mir waren das in meisten Fällen zwischen 1070 und 1080 Millivolt. Läuft bei mir alles stabil, auch Call of Duty Modern Warfare 2, also das Warzone. Da habe ich auch schon von Geschichten gelesen, da müssen manche wirklich 1150 Millivolt anlegen, sonst läuft das Spiel bei denen nicht. Das ist wohl relativ empfindlich. War bei mir tatsächlich nicht der Fall. Bei mir lief es bei 1080 Millivolt komplett stabil über mehrere Stunden. Da ist nichts angebrannt. Wie ihr gesehen habt, es ist nicht linear, was ihr an Leistung reinfeuert in die Karte. Das kommt nicht unbedingt auf eurem Bildschirm an. Ich empfehle wirklich jeden, betreibt Undervolting und Overclocking in Kombination, holt das Maximale aus der Karte raus, steigert die Effizienz. Ihr spart im Falle dieser Karte 100 Watt. 100 Watt, das ist keine kleine Geschichte. Also 100 Watt ist eine ordentliche Hausnummer. Und ihr habt nicht wirklich Performanceverlust. Ihr habt es gesehen anhand der Benchmarks. Das sind minimale Geschichten. Das sind im Bereich, also kein Mensch kann mir sagen, dass er das merkt beim Spielen. Und dafür verbraucht ihr so viel weniger Strom. Also da wüsste ich aber sofort, was ich mache. Also wirklich, tastet euch ran, macht's wirklich. Ich habe es euch erklärt. Zuerst schaut euch den RAM-Takt an, dann den GPU-Takt und dann geht er mit der Spannung runter. Und so tastet ihr euch langsam nach vorne. Wenn es instabil wird, wieder leicht zurückrudern und dann kriegt ihr das hin. Aber wie gesagt, ich empfehle es jedem. Und bei den Spielen müsst ihr halt dann gucken, wo eure GPU-Spannung sich hinbewegt, damit ihr das Spiel stabil bekommt. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal ein paar Erfahrungen, wenn einer auch so eine 7900 XTX hat, reinschreiben, wo ihr rauskommt. Ob ihr das auch mal ausprobiert habt mit dem Overclocking oder Undervolting. Und ansonsten, wie immer, lasst dem Video ein Like da, Daumen nach oben, schreibt fleißig Kommentare und falls ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Uns hilft uns erheblich weiter. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut, euer Roy. Ciao. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber heute ist was gekommen. Ich hoffe auch mal, dass das drin ist, was ich denke. Schnappen wir uns erstmal unser kleines Messer. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Unboxing. Ich nehme euch mal mit und ich freue mich wie Bolle da drauf. Schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht hat mich der Tobi auch veräppelt. Hat mir einfach ein Paket mit Steinen geschickt. Ich hoffe nicht. Und? Tada! Vom Gewicht her sollte das schon mal passen. Jetzt gucken wir mal. Das Side ab. Und ein wunderschöner Karton. Auch wenn er nur braun ist. Aber ist ja auch egal. Geht ja um den Hinterhalt. Und da ist sie. Da ist sie tatsächlich. Ich werde bekloppt. Und es ist ein echter Brocken. Wunderschön.
Das gute Stück werden wir natürlich gleich im PC einbauen. Und dann werde ich auch schon direkt loslegen mit ein bisschen Undervolting und mal gucken, was da so geht. Und natürlich auch die ersten Spiele werden heute Abend über meinen Bildschirm flimmern. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich hoffe, ihr euch auch.